Heute wird es kulinarisch lecker, mitten in Berlin, denn ich gehe heute 2 Sterne essen. Aber nicht allein, ihr habt es ja schon im Titel und im Thumbnail gelesen. Es wird supergeil mit einer ganz besonderen Gästin, zu der komme ich aber gleich. Wir sind im Restaurant Hovard. Ich weiß nicht 100%, wie man es ausspricht. Das gibt es schon hier seit 2010 und es brüstet sich damit unter der Leitung von Sebastian Frank, dass es tatsächlich österreichische Küche ist und keine Luxusfoods verwendet werden. Ich habe hier kleine Notizen, deswegen starre ich so auf mein Handy, damit ich euch nichts Falsches erzähle. Das heißt, heute geht es nicht unbedingt um das ganze Thema Wagyu und 40.000 Euro für ein Menü, aber es wird fantastisch lecker und großzügig ausfallen, denn wir haben insgesamt 12 Gänge, davon sind es tatsächlich 8 richtige Gänge und 4 Häppchen. Österreich ist sowieso eins meiner Lieblings-Food-Länder. Dementsprechend freue ich mich sehr, sehr, heute da mal kulinarisch auf Sterneniveau reinzuschlemmen und natürlich auch in einer emanzipierten Gemüseküche das Ganze zu erleben. Was das genau bedeutet, werden wir höchstwahrscheinlich im Laufe des Menüs noch rausfinden zusammen. Aber jetzt erstmal zu der wichtigsten Person des heutigen Abends. Heute ist mit mir zusammen die wunderbare Vanessa. Hallo. Oh, Blitzlicht, Gewitter. Ganz Kreuzberg. Oh, she's a star. Kreuzberg freut sich, dass ich da bin. Wir sind hier am Paul-Linke-Ufer, die teuerste Ecke in Kreuzberg. Moneten. Also ich bin echt überrascht gewesen, als du gesagt hast, dass das Restaurant in Kreuzberg ist, weil Kreuzberg ist jetzt für mich nicht so bekannt für gehobene Küche. Hier hat man ein bisschen mehr Streetfood, aber ja. Ich habe noch nie Sterneküche gegessen. Aber du warst hier schon ein bisschen fooden, ne? Ja, also genau. Da unten hinten ist so Goldie Smashburger, also so schön fett Burger mit Käsesoße. Muss sein. Der Lukas Podolski-Döner ist nur ein Sprung entfernt. Hammer, ja. Wir labern jetzt auch nicht länger und gehen mal rein und lassen uns ein bisschen verzaubern. Und ich hoffe, ihr lasst euch auch mit uns verzaubern bei deinem ersten Mal wirklich Sterne essen. Und vielleicht haben wir für euch auch noch was im Gepäck, wenn es um dieses wunderbare Restaurant hier mitten in Berlin geht. Also bleibt mal dran und guckt euch das Video mal an, denn da geht es vielleicht noch um was Spannendes, wenn ihr auch mal futtern wollt auf Sterne-Niveau. Ich hab so Bock. Oh, die geht einfach schon. Trinken wir auch Weinbegleitung, ne? Yes, muss dazu sein. Komm mit. Ich weiß nicht, was passiert. Ich unterbreche dieses Video nur höchst ungern, aber ich habe etwas Spannendes für euch im Gepäck. Und zwar ist jetzt schon auf Join die letzte Staffel Dinner Duell für dieses Jahr, vielleicht gibt es ja noch mehr, verfügbar für euch. Und es war ein Feuerwerk der Gefühle. Schaut mal rein. Wir kochen nicht nur füreinander, sondern wir nehmen einander mit an den Weihnachtstisch. Von der Hauptkomponente war das das Schwächste, was ich schon gegessen habe bisher. So locker wie Bernd mal war in den Staffeln, wirkt er gerade nicht mehr. Also wenn darüber einer was Schlechtes sagt, bin ich sauer. Der hat mir Weihnachten jetzt kaputt gemacht. Deswegen macht man keine Gans. Natürlich wird am Ende trotzdem der beste Koch ausgezeichnet. Ich habe es irgendwie nicht erwartet bei Max so. Normalerweise ist es für mich immer Anlass, komplett auszurasten. Da hole ich so ein Stück Wagyu raus, da gibt es eine Büchse Kaviar. Einmal so ein Nicht-Letzter wäre schön. Falls ihr euch das also schon auf Join angucken wollt, könnt ihr das machen mit dem ersten Link in der Beschreibung. Und jetzt wünsche ich euch schon wieder viel Spaß beim weiteren Video und ein dickes Danke an Join. Wir sind drin angekommen. Es ist wirklich wunderschön. Es geht jetzt um die Weinbegleitung. Wir haben gerade hier eine kurze Einführung noch mal bekommen. Wir wissen jetzt auch, was das ist. Also ist nicht vegetarisch. 2021/22 in China möchte nicht mal mit physischen Stücken Fisch oder Fleisch arbeiten. Nicht unbedingt, weil wir unbedingt vegetarisch oder vegan sein wollen oder weil er diese Präferenz hat, sondern eher, weil es sie nicht mehr so aufgeregt hat, mit diesen Produkten zu arbeiten. Er sagte mal, also das ist nur Proteine denaturieren. Das ist sehr stark irgendwie für ihn. Jeder kann sich einen guten Fisch kaufen und das mit einer leckeren Soße servieren und das ist einfach objektiv lecker. Aber er nennt das Ganze Kreativität durch Zensur. Das heißt, wir zensieren uns in dem, was wir benutzen und werden dadurch aber kreativer mit den Sachen, die wir benutzen. Aber ich finde es toll, dass sie sich nicht so definieren wollen und jetzt das nächste vegane, vegetarische Restaurant sein wollen. Sein. Ja, also, dass man einfach sagt, hey, mit Fleisch zu kochen ist zu einfach, ist zu langweilig. Das ist keine Challenge für mich. Und deswegen bin ich umso gespannter. Also wenn sie wirklich so die Challenge annehmen und sagen, hey, wir machen das Geilste, was wir hinkriegen können mit Gemüse. Ja, let's see, ne? Let's see. Let's see. Ich bin auch voll gespannt. Wir dürfen ja nicht anstoßen, wir sind ja jetzt gehoben. Wir sind ja kniggemäßig voll. Nein, Quatsch. Das hier ist ja das Schöne hier dran. Die haben ja auch gesagt, die sind sehr so chic, leger, so ganz entspannt, ganz easy. So dass man auch locker, wenn man jung ist und sich einfach für Food interessiert, hier easy mal reingehen kann. Ach so, stimmt, wir müssen ein bisschen easier. Seit wir auch hier reingekommen sind, bin ich so. Ich habe meine Ellbogen nicht auf dem Tisch. Ich habe mein Shit together, mein Briefkasten ist leer. Ich muss ehrlich sein. Boah, das schmeckt mir lecker. Oh, ist der gut. Sauer und süß gleichzeitig. Rauchig auch irgendwie. Rauchig oder so? Sauer und süß gleichzeitig. Und hier geht's direkt los.
gibt's auch auf dem Weihnachtsmarkt. Ja, ja, genau. Aber das ist das Schöne, dass du jetzt solche Sachen nimmst und die dann einfach so aufgemöbelt kriegst, dass du so ein Erlebnis nie wieder haben wirst, höchstwahrscheinlich. Absolut. Also, wir haben auch dazu gerade, das war so ein bisschen off-cam, ein Kärtchen noch gelegt bekommen von ihm, wo dann nochmal im Prinzip alles draufsteht. Langosch und Pushta-Salat. Ungarn, ich hoffe ja wirklich noch auf den Veggie-Döner. Veggie-Gyros. Gulasch. Ungarn. Ach, das ist ja, aber stimmt, Österreich, Ungarn ist nicht sein. Ja, ja. Ich freue mich richtig, dass wir das zusammen jetzt erleben. Noch ein bisschen hier rein. Oh. Prösterchen, ne? Oh. Auf einen guten Abend. Einen ganzen Wasser. Rein. Boah, das muss rein. Okay. Oh mein Gott. Da ist Parmesan drüber und so eine Parmesan-Creme, die richtig fett salzig ist. Mhm. Und das ist geil. Hast du auch gerade Lust, Breakdancer zu fahren? Mhm. Die haben immer so perfekte Salzspitzen. Also du denkst so, oh, es geht hoch, es wird gerade fast zu viel und dann hört es auf. Und du hast immer so Salz. Oh, ich will es nicht kaputt machen, ja. Das ist so schön. Oh, das hat perfekt funktioniert. Ich weiß nach hinten. Boah. Einen perfekten Löffel haben. Boah, du gehst halt wirklich von Salz in Essig, aber so sanft und lecker. Oh mein Gott, es ist crazy, es schmeckt. Ich dachte immer, Sterneküche bedeutet nur, dass es schön aussieht. Nein. Das war crazy. Das war so ein richtig guter, füllender Geschmack. Nach das hat dem jetzt fertigen, einmal aufgeräumt. Es hat aufgeräumt. Und das ist genau der Geschmack, mit dem ich gerne hungrig in den Abend starte, so eine richtig schöne Essigfresse. Eine positive aber, eine positive Essigfresse. Nein, aber das Langosch, also das ist wirklich, als ob man den Geschmack von Langosch genommen hätte und in das perfekte Bällchen reingepackt hat. Perfekt frittiert. Fluffig. Genau. Ich hoffe, ihr werdet das genauso genießen wie wir, denn für euch gibt es ja vielleicht auch mal die Möglichkeit, hier zu essen. Dazu aber später. Ich werde es jetzt noch 5-mal sagen, aber später dann dazu. Wir machen jetzt weiter mit unserem herbstlichen Süppchen. Das machen wir auf Maronenbasis. Wir haben im Teller schon ein bisschen reduzierte Sahne. Die wird schön süß, wenn man sie runterkocht. Ein bisschen Mandelöl und Camille und ich haben jetzt die Suppe angegossen, die wir auf Kürbis- und Selleriebasis machen. Und dazu ist noch ein bisschen Pilzwasser mit reingegeben. Es gibt der ganzen Suppe so einen leicht fleischigen Körper. Mein Gott, ich werde nicht mal auf meiner Hochzeit so gut essen. Das ja, noch kannst du dich hier connecten. Noch kannst du dich hier connecten. Komm mal bitte. Nee, mein Menü ist fest. Gib Currywurst um 0 Uhr. Darf ich die? Ist das ich schätze schon. Also dafür wird, denke ich mal, der Göffel da sein. Auch wenn mich die Gabel noch irritiert dann dazu. Hä? Ist das fest oder ist es flüssig? Halt doch dein Maul. Halt dein Maul. Weißt du, wie wir Suppe machen? Dumm. Dass wir die Suppe machen? Gut. Er hat gerade die 5 Sachen aufgezählt, die da einzeln sind, die, wenn du das da reinlöffelst, einfach eine Suppe werden. Ich will auch ein bisschen cooler tun. Ich tue jetzt so, als ob das normal für mich wäre. Die gucken schon muss aus. Man ja nicht. Muss man wird ja auch so ein bisschen beobachtet hier, ne, weil der Service so gut ist. Und ich muss so tun, als ob das völlig normal ist. Na, was hast du denn heute so gemacht? Also, es ist cremig, es ist schlotzig. Du hast nochmal mit dieser Ölschicht so ein schönes, umschließendes Aroma. Ja. Es ist wirklich fantastisch. Und es wundert mich, dass es nicht so ölig stört ja manchmal. Nee. Dass man so denkt, was auch. Überhaupt nicht, ne? Aber Maronen finde ich auch manchmal so richtig aggressiv, weißt du? Die sind so richtig schwer und so dunkel. Also ich schmecke eher noch so ein bisschen Kürbis raus. Oh. Als tatsächlich so diese cremige, mehlige Marone, die es sonst immer überall gibt. Mein Gott, Leute, guckt doch mal da rein. Das macht so Spaß. Das sind so zwei Texturen. Einmal das Ölige und dieses... Das kann man sogar so richtig so zu einem Bild formen. Ein eigener Picard. Und dann nimmt der man Grill. Sich so. Oh, der Grill. Man hat immer diesen perfekten Löffel. Ich versuche das irgendwie zu erklären, aber ich kriege es nicht hin, wie crazy das ist, dass das hier in dem Mund wirklich, im Mund macht das wirklich eine komplette Explosion einfach. Das ist, weißt du, wie es schmeckt, wie ein Wellnessurlaub sich anfühlen sollte, wenn alles gut läuft. So fühlt sich ein Wellnessurlaub an. Ja. Ich bin jetzt bereit auf. Harte Textur. Weil wir hatten crunchy, wir hatten so diese Flüssigkeit, diese saure, wir hatten jetzt absolute Cremigkeit und jetzt sowas. Ich bin gespannt. Wir können ja schon ein bisschen spicken, denn wir haben ja den Prime-Sitzplatz heute Abend. Das ist ja sozusagen der indirekte Chefstable. Hier sitzen sonst nur Mafia-Bosse. Ich habe wirklich doch gerade noch eben gesagt, jetzt brauche ich etwas, worauf ich kauen kann. Und zack kommt das Brot. Als ob sie die Gedanken lesen können. Was machen wir mit dem Kartoffelstamm? Ja, das ist, bleibt euch überlassen. Manche löffeln es pur, manche mögen es aufs Brot zu schmieren. Ich mag es einfach so essen, aber es ist euch überlassen. Alles klar. Wer nicht fragt, bleibt dumm. Dieses
Messer wird in meiner Tasche landen. Ich sag's mal, es wie ist. Entschuldigung. Kannst hier nicht die Leute beklagen. Aber guck dir dieses Messer an. Es ist süß, ne? Weißt du, was du immer gut machen kannst bei solchen Läden für Videos? Einfach immer alles abfotografieren an Tellern und so, was die von welchem Markt sie das kaufen. Und dann hat man immer automatisch schöne Sachen zu Hause. Sollen wir uns mal ein Stückchen von dem wunderbaren Sauerteigbrot nehmen? Oh, ich möchte einfach nur mal... Warm. Ich möchte einfach nur... Warm. Was eine Genugtuung. Obwohl, ich sagen muss, Kümmel ist jetzt nicht mein Grind. Ne? Ich liebe Kümmel. Magst du keinen Kümmel? Ah, ich find's okay. Ich hab's früher auch nicht gemocht, aber es ist wie mit so ganz vielen. Wenn du es oft genug isst, gewöhnst du dich dran. Und dann appreciatest du es auch. Hm. So, ich mache mir jetzt da mal ein bisschen was von dieser wunderschönen Butter. Eine schöne Stulle. Und du hast ja gerade extra nochmal nachgefragt, was wir mit dem Kartoffelstampf machen, weil ich auch so irritiert war. Und er hat gesagt, das kann jeder selber entscheiden. Man kann sich den Kartoffelstampf auch aufs Brot machen. Muss man aber nicht. Du weißt aber, was das heißt, ne? Was denn? Nach diesem Video kann ich auch kein Brot mehr essen, weil nichts wird damit mithalten können. Ich mache mir da noch ein bisschen Kartoffelstampf drauf, du, das sage ich dir. Finde ich gut. Ich probiere jetzt erstmal so. Ich gehe mit meinem Brot. Aha, ich habe mal Angst, was falsch zu machen. Freestyle. Oh, nee, das wird nix. Aha. So. Lecker, salzig, geil. Boah, das holt mich aber auch ab gerade. Oh, das ist so lecker. Das ist das beste Brot, was ich je gegessen habe. Ist es so? Ja, es ist das beste Brot, was ich je gegessen habe. Macht dich das sauer? Ja. Ich hatte genau das gleiche, als ich das erste Mal Sterne gegessen gegangen bin. Das hat mich richtig wütend gemacht, weil ich auch dachte, mich verdirbt's. Aber es stimmt eigentlich nicht. Es bildet dich ja nur. Du weißt jetzt, wo du hin willst, wenn du was machst. Weißt ich muss auch sagen, das motiviert mich gerade auch voll, mehr Brot backen zu können. Also das Brot backen zu können. Der Wein kommt aus Slowenien und der Wein wird mit dem Passito-Style hergestellt. Also was man auch aus Italien kennt, wird getrocknet werden. Bei Basia zu 100%. Und das Ganze lag eine ganze Zeit drin. Ich pass. Und wir haben ja auch jetzt alkoholfreies, dann ist spannend. Wie gesagt, alles aus der Küche. Wir haben einen Malzbierschaum. Dazu haben wir nette Apfelsaft, das Ganze zu diesem Schaum verarbeitet. Mit etwas Zitronenabrieb on top. Der Hammer. Viel Spaß. Gut, dass wir uns genau dafür entschieden haben, was wir jetzt machen. Wir beide haben gesagt, wir trinken heute, aber die wunderbare Sarah, heißt die, hat uns ja auch empfohlen, extra nochmal die nicht-alkoholische Weinbegleitung zu nehmen, weil dafür sind die auch bekannt. Und dann erfährt man sowas hier, was ich auch noch nicht in der Sterneküche gesehen habe. Nicht so malzig, wie ich gedacht habe. Was ist das? Warum ist das so gut? Boah, das ist so eine geile Schaumerfahrung. So dachte ich immer mit so 16 sind Schaumpartys, wie die schmecken. So habe ich immer gedacht, dass das Schaum vom Butterbier schmeckt. Genau. Malzig, geil, ne? Zitronig. Ja, zitrusmäßig, süß, Apfel ist auch noch mit drin auf jeden Fall. Und du hast diesen fetten, geilen Schaum, was so ein ganz anderes Trinkerlebnis nimmt. Oh, guck mal, da kommt das Malzbier zurück. Mhm. Das erholt sich doch. Das ist wie der Heidepark für Gourmets. Gummis ins Gras auf jeden Fall. Jetzt haben wir gleich noch Kolossus. Ich schwör's dir, wir fahren gleich hier Kolossus. Wenn die nächste Speise kommt, dann wird die Krake erstmal rausgeholt. Oh ja, genau das. Das sind die Dinger, die so richtig lange in so einem Holzfass reifen. Das sind so Süßweine. Die sind so lecker. Ich liebe das. Die damit ein, hinter die Binde zu kleben. Kopfschmerzen für 3 Tage, weil so viel Zucker. Aber es knallt anders. Boah, ich hab jetzt aber auch richtig Lust gerade auf so Schokolade und so. Können wir kurz festhalten, wie geil österreichische Küche ist und wie geil das ist, sich so zu challengen, dass man sagt, ich mache ein Foie Gras, aber nur als Pilzleber? Mhm. Nochmal, das ist ja wirklich einfach nur so ein, ich zeig mal auf die französische Küche und zeig euch, dass ich das komplett nachbaue. Mit Gemüse. Das ist ja abstrus. Oh. Oh. Das war eine ganz zarte Haut, die da. Da ist wirklich so eine ganz zarte Haut drumherum, ne? Wie als wäre so eine ganz feine Schicht Schoki da drüber, aber wirklich so haardick. Das ist jetzt so, dein Auge sagt dir gleich, wie das schmeckt und es wird komplett anders schmecken. Das mein Auge sagt mir, das schmeckt nach Haselnuss und Es wird komplett würzig kräftig sein jetzt. Oh mein Gott. Also die haben Challenge accepted und aber auch wirklich gewonnen, ne? Hast du mal, und das ist ja wirklich eigentlich verboten, so Frau Gras sich reinzufetzen, muss man wirklich zugeben. Ich habe es auch mal nicht löblicherweise bei einem Belgien-Trip gemacht, weil unwissend damals noch. Ja. Hast du mal gemacht? Nee, aber ich weiß, dass es sehr unethisch ist, weil die Leber, also die... Aber du hast es noch nicht geschmeckt.
Nee. Weil das ist extrem nah dran. Es hat nochmal einen anderen Ausbruch, aber das ist schon faszinierend, wie nah es dran ist. Krass. Dann würde ich jetzt hier mal ganz kurz mal in dieses Brioche-Brot nochmal reingehen. Es ist viel Gebacke auch, ne? Das finde ich toll. Leute, ich werde jetzt erstmal gucken, ob ich mir das hier jetzt so zusammen reinfahre oder mal ein Stückchen wirklich mit dieser Marillenölbutter mische. Ich kann hier die perfekte, ich spachtel das Brot richtig zu. Ich muss ehrlich sagen, das Brot erinnert mich an so ein polnisches Brot. Süß und salzig. Oh nein. Du hast halt hier diesen richtig kräftigen, pilzigen, fleischigen fast schon Geschmack, der so richtig drückt und dann durch diesen Stollen mit dieser Buttercreme, die ja im Prinzip da drauf ist, kriegst du so eine Süße und Leichtigkeit da rein, die das so richtig greifbar macht, wenn du das isst. Das ist richtig Spaß. Das macht richtig Freude. Sieht aber aus wie ein Karamell-Buttertoast. Karamell. Peanut Butter Jelly Type, Leute, mal anders. Wie kann das denn so gut funktionieren? Es ist nur geil. Und jetzt dazu, mal mittendrin, ein Schlückchen von unserem Wein. Und? Ich finde den viel schärfer jetzt auf einmal. Aber so im Rachenraum, aber das kann natürlich auch von der Süße kommen, die du jetzt durch den Stullen nochmal hast, ist auf jeden Fall viel intensiver. Der ist wirklich jetzt scharf. Aber gut, so angenehm. Ja. Der bringt dir sowas, was du nicht hast. Du hast gar nicht so den wirklichen Geschmack, sondern brennt dir halt so ein bisschen nach unten. Aber es ist super. Ich habe den Salz dann mit etwas Zitronenabrieb gemacht. Das ist so ein bisschen unsere Idee von Mineralität, die man sonst im Wein hat. Das Getränk an sich ist oxidierter Apfelsaft. Aus Mette, Gala und Grapes mit Apfel. Mit etwas gerösteter Hefe abgeschmeckt. Die alkoholfreien Varianten sind fast schon spannender. Kein Wunder, dass die dafür bekannt sind, ne? Ja. Sehr salzig, ne? Aber es ist halt so Margaritas an sich. Aber ich kann es auch keine Margarita sein. Geil. Aber ich sag auch geil. Auch wenn natürlich schon extrem. Aber finde ich super. Von der Idee her super cool. Ich mag auch immer, dass die alkoholfreie Begleitung hier so richtig zelebriert wird. Ja. Und einfach so ein, ich bringe euch den Tray zum Tisch. Ich mache hier was. Hier kommt es aus einer Espuma-Flasche. Hier ist ein Schaum. Hier wird noch gemörsert. Das ist so bis dato ist super geil. Oh mein Gott, stimmt. Das ist ja immer irgendwie so ein Abenteuer. Weil ansonsten ist nämlich tatsächlich, und ich meine das überhaupt nicht abwertend, aber was ich jetzt schon so mitbekommen habe, ist, man munkelt immer, ich möchte keine Namen nennen, man munkelt immer, es sind nicht die Leute, die ihr denkt, dass Leute in dem Sternebereich immer sagen, ja, wenn es alkoholfreie Begleitung gibt und es ist nur Saft, dann ist so, ja, dann kann man sich schon damit auseinandersetzen, sagen die so untereinander, weißt du? So, und das ist so wenigstens so, ja, es ist ein Apfelsaft, aber da ist noch ein bisschen was so mit reingeflossen und natürlich auch noch in der Zubereitung, in der Präsentation was Spaß macht zu gucken. Ob das jetzt das Erlebnis mal 100 nimmt, ist die Frage, aber so bis hierhin macht die alkoholfreie Weinbegleitung hier unfassbar viel Spaß. 24 Stunden marinierter Salat, das ist das, was wir in der Mitte haben, was aussieht wie eine Gurke. Vinaigrette mit Leindotteröl. Geröstete Weißbrotbrösel mit Kapern, Sardelle, Zitrone, Petersilie. Diese Brösel finde ich nur geil, wenn ich das da irgendwie lese und was darüber höre. Also das ist wirklich geil. Leindotteröl ist sehr gut für das Fell von eurem Hund und für eure Haare. Ich glaube, sie spielen aber damit, dass sie so eine kleine Gurke. Wow. Okay, erstmal nur das hier. Mein Gott, frech. Weich und knusprig gleichzeitig. Geil. Dieser Brösel, ich lieb's, dass es die österreichische Küche ist. Die sind einfach die Brösel-Kings. Dieser gerollte Salat, der aussieht wie natürlich gespielt, eine Gurke, ist ganz wild zu essen. Ist irgendwie so, machen wir immer was falsch oder haben die was Neues erfunden? So vom Feeling. Ich bin eigentlich gerade nur froh, dass ich Geschmacksknospen habe, dass ich damit geboren wurde. Das macht so Spaß. Wasser kriegen wir und der ist noch verfeinert mit ein bisschen Winzer. So was ganz frisches, leichtes mit was schön Süßes. Der Rouge ist ein Orange-Wein, also mit ein bisschen längerer Meistestandzeit, so um die 3 Wochen vielleicht. 100% Traubenrinde. Wasserkefir. Finde ich mega spannend. Wie? Minzig, milchig, Bubblegum. Das schmeckt wie eine Cream Soda. Oh, ich habe noch nie Cream Soda probiert. Was ist Cream Soda? Das. Mit Minze. Aber jetzt bin ich gespannt. Hattest du schon mal einen Orange Wein bestimmt, ne? Wenn ja, auch mal in Weinbars geht? Klar, ich habe schon mal einen Orangenwein getrunken. Sieht aus wie ein reduzierter Aperol Spritz. Boah ja, die ballern. Die sind immer so krank intensiv. Boah, ist der würzig. Geil aber.
Okay, versuch mal rauszufinden, was da so drin ist. Da gibt's keine Kärtchen für, Vanessa, wir verlaufen uns. Das ist schmeckender Wein. Wir haben eine Sahne-Stockenraste mit Joghurtkulturen, wird ein bisschen cremiger, ein bisschen fester dadurch. Und ihr dürft mit dem goldenen Löffel rechts einmal diesen ersten Stich setzen, die Textur wahrnehmen und danach werden wir das Ganze aromatisieren. Auf dem Löffel links haben wir eine Paprika-Minz-Reduktion und diese könnt ihr mit ein oder zwei Bissen zusammen mit der Sahne genießen. Und dann rechts in einem kleinen Schälchen ist ein Kümmel-Knoblauch-Essig. Den kann man dann peu à peu in die restliche Sahne geben und das Ganze so ein bisschen verrühren, wie beim Fruchtjoghurt früher, wenn ihr das gerne gegessen habt. Oh. Ja, es ist schon befriedigend. Es hat was. Das ist der Inbegriff von Cremigkeit. Und das ist der Inbegriff von der nächsten Laktosetablette. Ich wusste schon, dass der Blick nach unten geht. Ich finde das total spannend und lustig mit diesen Reduktionen auf diesen Löffeln, dass du dann einfach nochmal so einen Perfect Bite im Prinzip kriegst, wie er das möchte, weil der Löffel einfach nur gedippt wird in das Aroma, wo es hingehen soll. Und das finde ich nur geil. Cheers. Cheers. Boah, das ist so cremig und das ist eine Paprika-Minz-Reduktion. Die ist krass. Das war schon so scharf, ne? Ja. Das brennt so an der Spitze der Zunge. Das ist so ganz komisch. Das ist nicht so da, wo sonst Schärfe ist, sondern das ist so ein ganz neues, wildes Feeling dazu. Ach, aber ich finde auch Paprika, muss ich sagen, mit diesem cremigen, joghurtigen, so total spannend, weil ich so diese Geschmäcker gar nicht so krass miteinander assoziiere. Echt? Weißt du? So Paprika. Denk mal an die türkische Sahne. Küche. Ja. So ein richtig roter Reis und dann machst du dann... Aber es ist so reverse. Weißt du, da ist das, was daneben steht und nicht der Main Act des Abends. So. Und jetzt dreht man das so total um und macht so, das ist das, was die Würze bringt und nicht so ein geiler Bulgursalat mit irgendeinem würzigen Fleisch oder einem Protein, sondern es ist so richtig so, nee, wir machen jetzt so das, was drumherum passiert zum Star. Das ist ja nur cool. Ich glaube, dieses Restaurant ist aber eine große Uno-Reverse-Karte. Oh, das ist wirklich, das hat eine Konsistenz wie Honig. Jetzt mit Knoblauchessig. Da muss ich sagen, also das finde ich das erste Mal so sehr spannend. Das ist sowas, was ich so geschmacklich nicht so krass zuordnen kann. Das ist für mich ein absoluter First. Und dann rauf da. Tropf. Ey, das ist so ein wild weirder Geschmack. Du hast diesen richtig dunklen Ton, der in der Nase kommt von diesem reduzierten Knoblauch. Und dann kommt dieses Frische. Boah, ich knall mir das Zeug da drauf, das ist ja köstlich. Boah. Das finde ich wirklich super spannend vom Geschmack her, weil ich das erste Mal sagen muss, ich weiß nicht, ob es heute Abend zumindest 100% mein Gusto trifft. Das erinnert mich fast schon an die Maronengeschichte von der Konsistenz. Mhm. Aber auf jeden Fall mit eins der spannendsten Esserlebnisse von den Gängen bis dato, fand ich. Erster Biss, so Joghurt mit der Ecke. Jede Ecke ist noch mal krasser. So. Joghurt mit der Ecke mit so 30 Ecken. Ja, genau. Du musst immer weitermachen. Boah. Wir sind jetzt in Rumänien, im Nordwesten in Transsilvanien und haben den Petillon Naturel, kurz Petnat, im Glas aus 100% Grünspess. Alkoholfrei haben wir Molke und zwar auch hier wieder über Nacht ziehen lassen mit etwas Meerrettich. Das heißt, der ganze Meerrettich-Geschmack geht über die Molke, aber die Schärfe nicht. Und das Ganze ist so ölig, weil wir etwas Leindotter wieder noch dabei haben. Hammer! Ja, also hier habe ich wirklich das Gefühl, ich gehe gesättigt, gesund und glücklich hier raus. Also das ist, das ist es auch noch, klar. Ich meine, Bruder... Darf man, ist gesund. Ein bisschen ist gesund. Ja. Gurkenwasser. Meerrettich ballert schon auf jeden Fall raus, aber auf jeden Fall, Gurken. Das ist, du hast so einen Gurkensalat, wo so sehr viel Flüssigkeit entstanden ist. Früher als Kind habe ich dann immer die Schüssel einmal so hochgehoben. Vielleicht war das auch seine Erinnerung. Cheers. Cheers, ne? Was Sprudeliges, was Rumänisches, was die neu getrunken ist. Transsilvanisch. Das ist Draculas das Traube. Ist Draculas. Oh. Mm. Das ist sehr spannend. Und das sind diese Naturweine, die dann immer noch so trüb sind. Und sprudelig. Das sprudelt dir die Birne weg. Man erwartet nicht so viel Sprudel, ne? Nee. Und zwar heißt das hier Sehnsucht nach Meer. Es geht um den Familienurlaub in der Toskana. Die Form von einer Zucchini, wir nennen es auch Squidkini, die wurde dehydriert und dann in Salzlake rehydriert, kurz auf der Plancha aussieht, angebraten, dass man schöne Röstaromen bekommt. Da bin ich jetzt wirklich doll gespannt, weil das muss hier mit dem Kollegen ordentlich knallen. Und rein da. Dehydriert. Und dann nochmal in Salzwasser hydriert. Das erinnert so krass an Oktopus. Es ist crazy. Die Konsistenz ist
so nah. So, dann mache ich noch einmal dieses Feste. Was ist das Feste hier nochmal? Das ist anscheinend der Blättersalat mit Hanföl. Das Hanföl bitter, das andere süß. Und das hier ist halt immer noch das, was mich am meisten interessiert. Das Gurkenwasser. Weil das ist ja eine Emulsion von salzfermentierten Gurken. Das ist wirklich, das ist so lustig. Das ist geschmacklich so. Gurkenwasser weg. Ich finde es lustig, dass es so in dieser Flüssigkeit hier so komplett so ninja-mäßig durchsichtig ist. Und dann holst du es hoch und bist so, ah, hier ist die Konsistenz. Mmh. Und jetzt gehen wir durch die geile Scheiße und machen den Teller sauber. Okay, ich schmecke den Wein. Ich sag's ehrlich. Aber dann schmeckt Essen ja nur noch mal besser. Ich werde wild von Wein. Ich werde wirklich wild von Wein. Was heißt das? Oh nein. Ich habe vergessen, mit wem ich drehe. Und ich trinke Alkohol mit dir. Scheiße, du hast eine Persona. Fuck, ich habe das vergessen. Nee, mach mal nicht. Nicht wundern, wenn Vanessa sich gleich ein bisschen verändert. Es gibt eine Alternative. Es gibt eine Alternative Persona, die manchmal durchkommt, wenn Alkohol fließt. Aber ihr seid live dabei. Ich habe die Transformation schon mal auf Video, als wir gedreht haben. Da hast du dich verändert bei Drunk Kitchen mitten im Video und das richtig gesehen. Das war so. Und dann ging es so los und dann wurdest du auf einmal so anders. 100% Muscatella, also was richtig aromatisch ist jetzt. Ein kleiner Teil ist ja auch auf der Maische vergoren, bringt natürlich wieder extra Geschmack, hatten wir quasi schon. Leuchtend rote Farbe. Wir haben entsafteten Radicchio mit etwas Holunderblüte abgeschickt. Cool. Oh. Das sieht richtig schön aus. Fängt süß an, hört scharf auf, oder? Radicchio, das Gemüse, das schmeckt erst süß. Und du denkst, süße Himbeergeschichte oder so. Oh, Essig. Es schmeckt wie die Suppe, die wir am Anfang hatten. Sehr viel Gemüse. Stimmt. Und dann so ein leichter Balsamico-Geschmack noch da drin. Ich mag das. Hier sind sehr viele Essig-Flavors überall. Das macht mir große Freude. Der ist der leckerste bis dato, sage ich. Das Malzbier und das hier ist mein Favorite. Echt? Aber wenn das jetzt Essig ist, das heißt, da kommt gleich was ganz Großes, Würziges auf uns zu. Oh, der riecht toll. Der riecht wie ein Einbudler. Boah, der schmeckt ganz anders als er riecht. Super wildes Kontrastprogramm zu dem, ne? Diese übelste Säurenote zu so ganz leicht und Federn. So. Leicht? Ich finde den total leicht. Ja. Ach so, von der Säure, ja. Ja. Also, es ist jetzt quasi ein Vor-Nachtisch, ne? So nennt man das. Ja, wir sind mittendrin, ne? Okay. Boah, das schmeckt doch lecker. Ist es? Boah, das schmeckt doch lecker. Saurer Malzeis schmeckt doll lecker. Boah, das ist richtig vollmundig. Jetzt gehen wir doch mal durch den Jus hier unten. Ist salzig, süß. Boah. Kalt und warm. Sehr süß, sehr salzig, geil. Und jetzt mit diesem... Ach, die Salz ist geil. Boah, ich bin so jetzt gespannt auf diese Birne. Das macht so viel Freude zu essen, weil es einfach so straight diese Sachen sind, nur so geil zubereitet und gut ausgewählt, dass es halt so richtig, richtig viel Freude macht. So, Schmalzbirne. Das heißt, es muss jetzt schmalzig schmecken. Das schmeckt wie ein Braten. Das ist ja so wild. Diese Kombination mit Petersilien, Zwiebelsalat haben wir da drauf, Birne gegart und Butterschmalz, Gemüsebisk und dann salziges Sauerrahmeis. Das schmeckt wirklich wie so eine ganz wilde Form von irgendeinem Braten. Das ist unfassbar. Die Temperatur ist so angenehm kühl. Und ich muss sagen, die ganzen Gänge hier sind gar nicht so warm, wie man ja meistens irgendwie denkt, essen zu müssen. Es sollte ja dieses Flusskrebsthema hier so ersetzen, weil es jetzt noch intensiver schmeckt. Aber ich hätte nie gedacht, dass ich in irgendeiner Form sowas Geschmackliches mit einem Eis und einer Birne einfach so zu mir nehmen kann, dass ich sage, das erinnert mich so an was anderes. Das verstehe ich überhaupt nicht. Das ist nur spannend, das ist nur geil, das muss man erleben, wenn man hier ist. Du musst aber auch als Sternekoch ja super mutig sein, ne? Du kannst ja dich nicht auf alte Sachen auflehnen. Ist das nicht so auch der Sinn der Sterneküche, dass du diese neuen Erfindungen machst? Und das Ding ist ja, bei den meisten Sterneküchen ist es ja so, dass die mindestens alle 3-4 Monate ein komplett neues Menü machen. Ne? Das heißt, die sind immer wieder neu am Erfinden, dass du auch immer wieder hingehen kannst. Was? Echt? Macht ja keinen Spaß, nächstes Jahr nochmal das Gleiche zu essen. Machen nicht alle, aber es gibt schon eine Taktung, dass sich einzelne Varianten oder auch teils Menüs ändern. Bei unseren Freunden von der Troika ist es ja auch so, dass die alle 3 Monate ein komplett neues Menü machen.
Kurze Unterbrechung von meiner Seite, das ist das, auf was ihr gewartet habt vielleicht, denn wir haben einen kleinen Deal mit dem Restaurant. Dieses Essen ist natürlich fantastisch. Nichtsdestotrotz gibt es auch für euch jetzt die Möglichkeit, dort einen Tisch mal für einen Abend zu kriegen und vielleicht auch selber mal das Essen zu probieren, was bei uns auf den Teller lag. Wenn ihr das also machen wollt, könnt ihr jetzt auf die Instagram-Seite vom Restaurant Hova gehen und bei dem letzten Bild, wo ich drauf bin, am Gewinnspiel teilnehmen, um dort vielleicht auch mal das ein oder andere Leckereichen zu verzehren. Also macht da mit, geht auf den Link und jetzt viel Spaß beim weiteren Video. Das ist der Robinia. Wir haben hier den Kümmel aus Welschriesling, aus Malvasia und die Bolla, unser Gemüsebier. Hat eigentlich nichts mehr mit Bier zu tun, sollte aber mal eins werden. Auf Basis von Karotte, Staudensellerie, Apfel und Petersilienwurzel. Entsaftet und mit Hefe angesetzt. Und irgendwann wurde es vergessen, vielleicht in der Corona-Zeit, wo wir zu hatten. Und dann ist quasi so eine Art Essig draus geworden. Diese Weingläser werden immer cooler, oder? Die sind immer cooler. Boah, ist der kräftig. Oh, boah. Der Wumms. Ich weiß immer noch nichts über Wein und es erbrust mich selber. Ein Experiment, was vergessen wurde. Ein Gemüsebier. So habe ich das Gefühl, wurde ja alles auf der Welt erfunden, ne? Käse oder so. Das wurde alles irgendwo mal auf dem Schrank vergessen. Musst du mal. Ach Gott, hör auf. Ja, dann trink mal dein Gemüsebier. Jo, das ist mein Grind. Kennst du die Leute, die sagen, morgens zum Frühstücken einen Esslöffel Apfel essen und dann sagen, boah, Essig ist schon heftig? Mhm. Das hier ist ein sehr essigbetontes Gericht. Wir kommen jetzt zum Signature-Gericht, dem absoluten Aushängeschild von Sebastian, dem Sellerie-reifen Jung. Und der Star der Show ist eine Sellerieknolle, die ein Jahr lang in einem Salzteig präserviert wird. Und nach einem Jahr haben wir eben hier so eine kristalline Knolle. Die ist steinhart, kannst du gerne einmal rumreißen, anfassen und riechen. Und das ist kein Sellerie. Das ist ein Sellerie, ja, tatsächlich. Das ist ja nur krank. Darf ich mir auch mal das Tellerchen noch nehmen? Hier ist so viel Sellerie gefallen, dass ich selber nicht mehr weiß, wo der Sellerie mir steht. Sellerie reif und jung. Wir haben 12 Monate gereiften Sellerie im Salzteig. Das ist der, den wir geholt haben. Sozusagen das naturelle Glutamat. Das ist im Prinzip wie der Shiitake-Pilz, nur neu entwickelt. Ne? Also ist sozusagen selber entstanden. Geil. Gedämpfte Selleriescheiben, geröstete Selleriesaat und Sellerie-Bechamel-Soße als Espuma sozusagen mit da drin. Ich bin fasziniert, gespannt und bereit. Irgendwie finde ich schön, dass es Sellerie reif und jung heißt. Das ist so, wie wenn die Leute sich unsere Videos von früher angucken. Jetzt sind wir reif, früher waren wir jung. Und du überlegst gerade, dass du eine Sache isst, aus der so viele kleine Sachen gemacht wurden, dass du so eine verschiedene Geschmack- und Erlebniskonsistenz hast. Das ist so wild und wirr in meinem Kopf, wie da jemand sitzen kann. Weil das ist ja schon manisch. Ja, und denk daran, wie hässlich so ein Knollensellerie ist. Ja, und das ist ja schon manisch. Weißt du, da sitzt einfach jemand so in meinem Kopf, in einem leeren Raum, weißen Raum und guckt einfach so auf so einen Hocker so einen Knollensellerie an. Und ist so, was machen wir jetzt mit dir? Und dann ist einfach so 5 Jahre Cut und dann ist sowas auf dem Teller. Ich kann es einfach nicht fassen, was für eine Geschmacksvielfalt das ist. Also es schmeckt komplett nach Knollensellerie. Du kannst es für nichts anderes verwechseln. Wäre krank, wenn es jetzt gar nicht nach Sellerie schmecken würde, oder? Schwarze Muskat sozusagen, totale Rebsorte auch vom Land. Ein bisschen floral ist das immer, die Weine davon. Ansonsten total fruchtig und juicy. Sehr schön so zum nächsten Signature-Dish. Alkoholfrei, Tomate dieses Mal. Entsaftet und geklärt. Da an der Seite sieht das die Tomate aus, aber es ist. Und wir haben ja auch wieder über Nacht was ziehen lassen als Infusion mit schwarzem gerösteten Knoblauch. Also nicht der schwarze fermentierte, sondern wirklich so stark angerösteten Knoblauch. Diesen Tomatensud, den hatte ich auch schon ein paar Mal. Die sind so Welt, willst du zuerst probieren? Ja, weil es nicht so aussieht. Ich habe es schon mal im Fernsehen gesehen. Das ist so wie so eine Suppe eigentlich. Alter, das riecht. Und dann Tomate, Knoblauch, das muss ja unfassbar. Das riecht wie ein frischer Strauch Tomaten, den du so auf dem Markt holst. Und dann riechst du so an diesen Tomaten und dann hast du dieses Grün von den Tomaten, das Rote. Crazy. Du hast einfach die Essenz von der Tomate. Tomate. Und ich hasse, dass das Sinn macht, weil es keinen Sinn macht. Ich bin jetzt beim Roten. Jetzt gleich mal in den Roten. Ein bisschen schwenken, ein bisschen schütteln, hier ein bisschen. Boah. Der ist richtig gemütlich. Das ist ein richtig schöner, gemütlicher. Oh, mit dem will man jetzt schlummern. Ja. Oh, ein warmer Kamin. Und dann bist du unter so einer warmen Decke. Und auf so einem Sessel und irgendwie neben dir Marihuana. Machen Leute noch irgendwas. Ach so, machen Leute aber was? Nur du chillst.
Es ist wichtig, dass man nur selber chillt. Eine Brühe, die Sebastian schon im Steirereck in Wien damals gekocht hat, in 5 verschiedene Fleischsorten, darunter Hase, Kalbsfüße, Fasan. 3 Tage eingekochte Suppe aus verschiedenen Fleischsorten. Oh, ist bestimmt heiß, ne? Sollen wir trinken? Ja klar, ist ein Becher. Irgendwie beruhigt es gerade ein bisschen den Magen. Weil der Magen hat gerade viel bekommen, so, muss arbeiten und das ist jetzt so eine richtige Ruhe. Aber das ist ja sozusagen nur der Vorbote vom Signature Dish, ne? Also irgendwas kommt und damit werden wir darauf vorbereitet. Aber das ist, glaube ich, der Stereotyp, den Leute dann immer mit einer Sterneküche assoziieren. Obwohl das, was du jetzt gleich schmeckst, so schmeckt höchstwahrscheinlich wie 4 Teller von irgendwas. Also wollen wir uns zusammen durchmampfen? Was ist? Klar. Fangen wir an mit einem Karottchen. Ja. Die sind jetzt alle in dem Sud gekocht, hat er gesagt, den wir gerade pur getrunken haben, also in okay. dem Gerät. Möhrchen. Let's go. Heftig. Also das halt jetzt den Fleischsud, in dem das Gemüse gemacht wurde, das schmeckt so intensiv, das schmeckt immer mehr nach Möhre. Aber ja, mir ist es schon fast ein bisschen zu salzig. Ja, der knallt, ne? Ich esse aber auch nicht allgemein nicht so viel Salz, deswegen. Was ist das nächste? Weiter. Hier, ja, was ist das? Zwiebel am Ende, ne? Nochmal Wurzelgemüse, alles, was du brauchst für eine Suppe, kann auch tatsächlich wieder ein Knollensellerie sein. Das ist doch ein Knolle. Ja. Mhm. Ja, Knollensellerie. Suppengrün heißt ja auch der Gang. Das ist wirklich einfach Suppengemüse, alles, was du da wiederfindest. Und das heißt, wir haben jetzt hier noch ein bisschen Lauch. Das macht ja Spaß, ne? Dass du so kreativ sein kannst. Geil. Boah, das ist geil. Boah, von dem Lauch will ich 300 Stück haben. Mhm. Einen ganzen Teller voll. Und jetzt dazu noch die geschwärzte Zwiebel glasiert mit Röstgemüsereduktion. Das ist höchstwahrscheinlich dann auch nochmal das. Guck mal hier. Boah, das ist ja wirklich schon so ein Gelee. Boah, die ist ja schon. Das leckerste Gemüse, was ich jemals in meinem Leben gegessen habe, was wir jetzt die Tage hatten. Vielleicht liegt es aber auch darin, dass sie das in Fleischbrühe geworfen haben. Mein Zwiebel. Knallt, ne? Was passiert denn da? Geil. Der wird richtig gut dazu funktionieren. Das ist nämlich jetzt so richtig krasse Röstaromen mit so einem schweren, leckeren Wein dazu. Mm. Oh, ja. Wow. Und jetzt, Vanessa, das Wichtigste. Die Mitte. Liebstöckelessig. Nochmal als kleines Gelee. Das ist Essig. Mhm. Dann musst du nämlich jetzt die Reste der Sachen da rein dippen noch. Und dann hast du dieses richtig aromatische, gleichzeitig mit diesem Essig-Kick nochmal dabei. Und das jetzt bei den Möhren, die dir zu viel waren, das nimmt nämlich den Salz raus. Das wird es richtig bringen dann. Geil. Okay. Ey, das macht so Spaß zu essen, das macht so Spaß zu kombinieren. Du kannst dir das alles selber zusammenstellen und es ist so witzig und einfach und cool gedacht. Das ist nur geil. Merlot, Cabernet Sauvignon und Syrah, das Ganze ein Jahr im Barrique-Fass gereift. Ja, ein bisschen mehr Tamine, alles ein bisschen dichter und intensiver. Aber wir sind jetzt auch bei unserer Idee von einfach ganz alkoholfrei dazu, ein bisschen gegensätzlich. Da kam Sebastian einmal mit so riesengroßen Kürbissen an und die haben wir jetzt hier entsaftet im Glas mit ein bisschen Zimt abgeschmeckt. Das ist der OG Pumpkin Spice Latte. Ich bin kein Kürbisfreund. Ich finde das krank lecker. Echt? Oh, ich mag keinen Kürbis. Das ist halt so ein leichtes Kürbisaroma und dann so ein frisch wie so eine Nektarine, die dann noch so drin ist. Und jetzt, das viel Wichtigere für uns beide, wenn wir gerade schon gesagt haben, der ist schwer und gemütlich, kommt jetzt schwer und gemütlich. Uhu. Das finde ich geil. Das ist geil. Das finde ich super geil. Den anderen fand ich ein bisschen besser. Boah, der belegt richtig die ganze Zunge. Und ich sehe gerade schon, was ihr nicht seht. Und das ist das, was Julian hier gerade noch nebenbei mitfilmt. Denn da wird schon saftig was angerichtet. Und ich bin gespannt, was sich hierzu jetzt noch paart. Ganz kurz, damit ihr jetzt nichts verwechselt. Das ist eine Spaghetti, die hält einen Sellerieschnitzel fest und ein bisschen Soße da drin. Das sieht so cool aus, das werde ich unbedingt mal selber machen. Wie geil, du machst aber so eine Spaghetti und dann machst du da so Soße rein und dann noch ein Schnitzel dazu. Aber das sieht was ist das denn? Ich möchte, dass ihr unbedingt die ganze Zeit schon... Willst du das durchschneiden? Wir schneiden das jetzt mal durch, diese Spaghetti. Wir wissen, was passiert. Ach nee, das ist einfach nur so eine feste Soße. Das ist schon Gelee. Schon. Mhm. Das beste Sellerieschnitzel der Welt. Ne? Hier haben wir jetzt das erste Fusion-Gericht. Also Schweineschmalz und Sellerieschnitzel. Und die Haut soll wie Hühnchen sein. Cheers. Boah.
super. Ich würde auch jeden Tag Sellerieschnitzel essen, wenn es so schmecken würde, sage ich dir ehrlich. Meinst du, die checken dann auch immer, wenn sie etwas zubereiten, wie das dann hier so mit den Lampen aussieht? Weil ich habe das Gefühl, es sieht hier alles mit den Lampen auch immer toll aus. Es wirkt immer alles schön. Ich finde den Rauchgeschmack auch sehr intensiv. Ansonsten alles bratig, soßig, lecker, wie ein richtig schöner, deftiger Hauptgang. Finde ich geil. Also es hat sich jetzt schon wie so eine Fleischspeise angefühlt. Wegen dem Geräucherten, wahrscheinlich auch wegen dem Schweineschmalz. Aber faktisch haben wir kein Fleisch gegessen. Eine Speerwiese aus dem Jahr 1999, das heißt doch schon ein bisschen was Reiferes. Das merkt man auch. Alkoholfrei. Gesaftete Blaubeere mit etwas Salz und Sellerie angeschnitten. Da ist hier die Sellerie. Blaubeere, Salz, Sellerie. Okay, jetzt werden die nur noch crazy. Ja, das sind die wilden Säfte, vor denen ich so Sorge habe. Das sind die wilden Säfte. Das sind wirklich die wilden Säfte, vor denen ich so Sorge habe. Und ich muss mal ganz kurz in diesem Video jetzt mal was dazu sagen. Wir haben heute diese 12 Gänge plus noch die Signature-Menüs auch bekommen. Wir haben jetzt insgesamt heute 14 Gänge. Wir waren selber schon in so einem Perpetuum mobile, also mehr als, ich glaube, 8 oder 9 Gänge habe ich auch noch nie gegessen. Und nochmal 5 mehr hinten dran ist auf jeden Fall eine ordentliche Nummer. Wir sind auch am Kämpfen, wundert euch nicht, dass es jetzt nach hinten raus vielleicht ein bisschen zügiger geht und mehr probiert wird, würde ich sagen. Ja. Weil wir auch gerade gemerkt haben, dass wir so seit 2 Gängen sehr am Kämpfen sind und das für mich auch recht neu ist. Und das ist natürlich, weil wir auch Kontakt mit dem Restaurant, die gesagt haben, wir wollen es euch zeigen und ich bin endlos dankbar. Aber wir können das hier auch untereinander aufteilen, also keine Sorge, nichts kommt weg. Ja. Nichtsdestotrotz merke ich auch gerade, puh, wir haben noch ein bisschen was vor uns und wer sagt, Sterneküche werde ich nicht satt, das sehe ich jetzt heute nochmal ganz anders, habe ich davor auch schon, aber hui. Ich hoffe, ihr habt nicht zu sehr in die Karte geschaut, aber ich werde nicht erklären, was wir jetzt auf dem Teller haben. Und ich komme in 2 Minuten nochmal wieder und ihr sagt mir, was ihr wisst. Also so sieht mein neues Büro aus. So sieht wirklich dein neues Büro aus. Das ist die Design-Inspo, die ich davon habe. Also ich weiß wirklich nicht mehr, in welchem Universum wir uns bewegen. Ich habe das Gefühl, es wird immer abgespaced und abgespaced. Das ist für mich Berlin, was wir heute gegessen haben. Ja, das ist wirklich Berlin. Das ist wirklich Berlin, ne? Ich kann aber noch nicht verstehen, befinden wir uns hier gerade in der Richtung Dessert? Befinden wir uns in der Richtung... Einer noch. Also das ist das Letzte, was nicht süß ist. Das ist kein Dessert. Nee. Wir sind immer noch nicht da. Rein in das Sorbet, also, was hier ist. Wir wissen jetzt gar nichts, ne? Ich nehme erstmal so einen Tropfen. Oh, das ist schwer zu kriegen. Das hier ist Petersilie mit ein bisschen Minze. Es wird schon doch noch süßer, ne? Minze? Das sieht so hübsch aus. Diese kleinen Dinger, weiß ich jetzt nicht, was da drauf liegt, aber was ist das hier? Also sieht halt aus wie so diese eingelegten Gurken bei Asiaten, wow. Diese richtig grünen oder pinken Pickles, die dann immer haben. Aber da ich ja schon mal gespickt habe und es gleich so tun werde, als hätte ich es noch nicht, kann ich euch genau sagen, was es ist. Du ja, weißt das, es? Das ist natürlich eine Aubergine. Sehr gut. Ich habe aufs Menü geguckt. Ja, aber nur gerade eben. Das ist eine Aubergine. Eine Aubergine? Ja, die Konsistenz total, aber ich bin da nicht drauf gekommen, weil es auch so. Also wenn, dann maximal Konsistenz. Beim Rest versteht man es ja überhaupt nicht mehr. Aber die Konsistenz, es ist richtige Auberginenkonsistenz. Ich habe darauf gebissen und es hat mich sofort an Aubergine erinnert, aber ich bin da nicht drauf gekommen. Das ist für mich Sterneküche. Völlig verrückt sein und aus etwas was ganz anderes machen. Aber wie kommst du dahin, einfach zu sagen, ach so, ja, wir legen die Aubergine einfach so in den Ofen und am Ende ist es eine tropische Frucht? Ich finde es fantastisch, es ist komplett nicht zuordnenbar und es ist wie was Neues essen, obwohl ihr alles auf dem Teller bereits kennt. Und das liebe ich. Der Wein heißt Sodage, ist auch so ein ganz spezielles portugiesisches Wort, was man gar nicht so direkt übersetzen kann. Hat irgendwas mit Fernweh und auch Heimweh zu tun. Auf jeden Fall 100% blaufränkisch, aufgesprittet, mit einem Schnaps gemacht aus ihren eigenen Trauben. Alkoholfrei haben wir natürlich auch noch was, dieses Mal auf Basis von gelber Beete. Und dazu gibt es noch ein Zwetschgenkernöl. Folglich dessen, dass wir den Branko hier einmal von unserer Knollensellerie drauf geben, saugt der sich wieder voll. Also ist hier deutlich größer, als wir ihn ursprünglich hineingegeben haben. Wiederum aber die Mineralität von dem Knollensellerie wird an den Schnaps abgegeben. Das heißt, wir haben einen salzigen Pflaumenschnaps. Wir wollen nämlich, dass damit die Lippen benetzt werden und mit benetzten Lippen das Dessert benetzt wird. Probieren wir erstmal wie immer in unserer Reihenfolge das Alkoholfreie. Was ist es? Boah, ich habe inzwischen wirklich alles vergessen. Oder gelbe Beete aus. Gelbe Beete, das ist schon wieder Gemüse. Mit Öl. Du bist gleich erstmal dünn. Ich soll erstmal einen Kaffee und bin zu schlafen. Ich muss morgen um 8 Uhr zum Abend. Ja, das schmeckt übertrieben healthy, ne? Ach, da ist noch das Öl da drauf. Ja.
Hammer. Gelbe Beete, wo ist der Unterschied zu roter Beete? Seid ihr dann ein bisschen mehr versierter als ich? Gelb, cool. Haben wir dann geklärt. Ist sehr lecker. Wieder die Lippen benetzen. Ich gehe direkt hier mal rein. Das interessiert mich zu sehr. Ich kann nicht aufhören. Das ist wieder fantastisch. Ist das die Fleischsoße? Ja. Ist das die Fleischsoße? Mit Espresso. Oh mein Gott. Das ist ja super wild. Hier lässt einen aber einfach noch nicht gehen. Also, wir sind jetzt beim Nachtisch, aber Moment. Also, ich bin völlig fix und fertig. Das ist total interessant. Du benetzt deine Lippen. Dann gehst du zum Beispiel in dieses, jetzt möchte ich nichts Falsches sagen, weil ich bin inzwischen auch wirklich komplett geröstet in meinem kleinen Hirn, in das Eis, Leute. Ich bin wirklich, ich kann es auch nicht mehr. Und es macht alles komplett wild, aromatisch und intensiv, wenn wir das mit diesem selbstgebrauten hier Slivovitz mit dem Pflaumenlikör dann zu uns nehmen. Das hier ist ein wildes Zusammenspiel aus vielen Sachen, die ich jetzt überhaupt nicht mehr verstehe. Ich liebe, dass du mittlerweile auch einfach nur noch unsere Espresso-Geschichte und dann tschüss. Ich liebe, dass du mittlerweile auch einfach unser Gesprächs-, also unser Sprachrohr geworden bist und ich einfach nur noch daneben versuche, das runterzukriegen. Eine kleine Mutprobe zum Schluss, die Schweineblutpraline. Wir machen eine Ganache aus weißer Schokolade, innen drin ein Kern aus Schweineblutkaramell und oben drauf sind ein bisschen braune Butter und das Ganze ist in einem essbaren Papier eingewickelt. Das heißt, man greift es wirklich am Papier oben auf und schmeißt es als Ganzes in den Mund. Also einfach in den Mund. Mit dem Plastik. Ja. Er wollte gerade sagen, es ist kein Plastik, aber dann dachte er sich so, komm, was labert die Alte. Das ist der Money-Shot. Mm-hmm. Hammer. 10 von 10. So, einfach rein. Einfach rein da. Na? Spannend. Man hat ein bisschen Angst. Ich finde, wenn man, sobald man das so spürt, wie das so einen, wie sich bewegt. Ich muss aber sagen, so Blut ist jetzt auch nicht das erste Mal in der Sterneküche, wo immer das ist. Kann schon sehr lecker sein. Also das erste Mal Blut habe ich tatsächlich in China gegessen, wo alles verwertet wurde in so einem Topf. Dann habe ich so die ganze Zeit so rote Würfel gesnackt aus so einer Suppe. Ja. Bis dann mein Austauschschüler gesagt hat, so, du isst übrigens gerade seit 20 Minuten Schweineblutwürfel. Und dann war ich so, aber war jetzt gar nicht so untasty und wenigstens wird es verwendet. Von daher finde ich spannend, finde ich lecker, finde ich sehr aromatisch, aber ein bisschen sachter. So, es wird die ganze Zeit so Gemüse hier, Gemüse da, wir erfinden das Schnitzel und dann am Ende ist Schweinebrotplanine, Lel Rip. So, jetzt trau dich. Finde ich geil. Und deswegen belassen wir das Ganze jetzt auch mal genau an dieser Stelle. Wir trinken noch unseren Espresso und sehen uns noch einmal kurz vor der Tür. Laden ist leer, wir haben uns noch lange verquatscht hier mit den Leuten. Es war wunderschön und wir haben einen Sellerie mitbekommen, beide. Ja. Den Originalen, guck mal hier. Sieht aus wie eine Kokosnuss. Oh, kriegt nicht jeder. Haben wir bekommen. 240 Euro kostet das pro Person. Und würdest du sagen, das lohnt sich? Ja, definitiv. Wir hatten natürlich noch die Signature Dishes dabei. Wenn du das bewerten müsstest, was wir nicht tun. Ja, 10 von 10. Also wirklich. 12 von 10. Also das ist echt das beste Essen gewesen, was ich jemals hatte, muss ich wirklich sagen. Also ich habe schon viel gutes Essen gegessen, genau. Ja, und alle sind so, ja, lecker ist es. Ja, es ist super lecker. Es ist super lecker. Ich war auch schon in richtig Hype-Restaurants in Berlin so. Das war auch alles immer mega cool. Aber es ist schon geiler hier als überall anders. Ja, ja. Nee, war wirklich super. Hammer. Das ist ein richtiges Erlebnis. Also muss man einmal in seinem Leben gemacht haben, das auf jeden Fall. Würdest du es nochmal mit mir machen? Ja, definitiv. Ja, super. Tschüss. Tschüss. Das Video ist vorbei. Ist aber nicht schlimm. Like meinen Scheiß und lass ein Abo da. Guck mehr Videos, guck mehr Videos, mir fällt nichts mehr ein. Tschüss.